Ich heiße Christina Bröhring-Spriehe, bin Dressurreiterin und reite für Deutschland. Olympische Spiele, das ist, glaube ich, für jeden Reiter und für jeden Sportler das i-Tüpfelchen. Das ist was ganz Besonderes. Das ist auch nicht mit der Europameisterschaft zu vergleichen. Ich glaube, da möchte jeder Sportler mal hin. Und wenn man da noch eine Medaille mitbekommen kann, dann ist das natürlich was ganz Besonderes und eigentlich das Größte für jeden Sportler. Ich liebe an Pferde einfach die Ausbildung, das Arbeiten mit den Pferden. Das ist das Hobby zum Beruf geworden. Desperados, der ist deshalb speziell, weil er einfach, das ist ein absoluter Kämpfer im Viereck. Das ist ein Kumpel, der hat Charakter. Viele Hengste, die sagen, in eine Prüfung haben sie keine Lust zu arbeiten. Das ist bei Desperados wirklich nie so. Der hat immer Spaß an der Arbeit. Und das zeichnet diesen Hengst auch aus, dass er im Viereck einfach immer mitkämpft, nichts falsch machen möchte. Und das ist was Besonderes. Der größte Moment bei den Olympischen Spielen war für mich in London die Mannschaftssilbermedaille. Das war einfach das Größte. Die Atmosphäre oder auch ja, alles drumherum. Mit der Mannschaft haben wir, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen für Gold. Natürlich wäre es ein Traum, eine Medaille zu bekommen, aber das ist tagesformabhängig. Und ein Quäntchen Glück gehört auch dazu. Und von daher gucken wir mal, wie das alles läuft.